Grüß euch Leute und willkommen zurück bei The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind zurück in Himmelsrand und wir machen uns auf den Weg nach Einsamkeit, was wir letztes Mal nicht gemacht haben, um uns dort jetzt ein Haus zu kaufen. Und zwar begrüße ich euch heute nicht nur normal zu Skyrim, sondern zur letzten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, Skyrim endet doch schon relativ zeitgleich mit Risen oder vielleicht sogar ein bisschen früher. Oh, ist dunkel, verdammt. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Warten wir noch 7 Stunden, bis wieder Tag wird. Und heute gibt es 2 Sachen noch für mich zu erledigen. Ich werde diesen Charakter übrigens vielleicht offscreen weiterspielen und damit ein paar Sachen ausprobieren und so weiter, weil es ist mein einziger Charakter, glaube ich. Nee. Doch, viel zu viel. Ich mag mir jetzt nämlich ein Haus kaufen. Und wo kann ich das machen? Beim anderen Typen konnte ich es im Palast quasi machen. Schauen wir mal, ob das da auch funktioniert. Übrigens, ich werde jetzt auch am nächsten planmäßigen Upload-Tag auch hochladen, mit der Bewertung. Also ich werde das Spiel auf jeden Fall bewerten, so wie Risen. Nur habe ich halt in Risen schon das aufgenommen und in Skyrim nicht. Das werde ich vermutlich auch gleich im Anschluss an diese Folge aufnehmen. Für euch kommt es dann allerdings erst ein, zwei Tage später. Ja, freut euch auf die Bewertung oder seid gespannt oder was auch immer. Oder seid gelangweilt. Können wir das hier machen? Wartet, ich kenne euch doch. Wer redet da? Ah, du. Ich sage euch, Ulfric plant einen Angriff auf Weißlauf. Hallo. Wartet, ich kenne euch doch. Woher? Die Berichte meiner Kundschafter sehen da anders aus. Jeden Tag. Was ihr begeht, einen Fehler. Was zur Hölle? Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann. Und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Na, ganz sicher nicht. Ja, von mir ist dann. Ja, bezahlen wir das Kopfgeld. Auch gut. Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren. Dann könnt ihr gehen. Bis zum nächsten Mal. General. Okay. Ich glaube nicht, dass ihr hier etwas zu suchen habt. Bleibt auf der Hut. Ja. Können wir mit dir reden? Hier eine Meldung für mich? Nein. Ich möchte doch nur ein Haus kaufen. Wo kann ich das hier in Einsamkeit denn machen? Das konnte ich in Weißlauf bei dem Typen machen, der neben dem Jarl gestanden ist. Moment, kann das sein, dass in Jarl nicht nur diese Kaisertruppen sind, sondern auch... Also, was man erzählt. In Weißlauf hatten sie einen Drachen gefangen und ihr habt ihn befreit? Bei den Göttern. Warum habt ihr das getan, Mann? Ja, keine Ahnung, weil ich einfach geil bin. Verdammt, wo kann ich das jetzt kaufen? Mist. Ich möchte doch nur mein Haus kaufen. Übrigens, kein einziger Drache am Himmel. Oder? Nein, ist ein Vogel. Wow. Zack. Ganz ehrlich, wo ist das hier? Hä? Ich verstehe es nicht. Hä? Da? Tempel? Nee. Nein, da kommen wir irgendwo hin raus. Da sind diese Leute gesessen, die wir abschlachten wollten. Hä? Es spricht sich herum wie ein magisches Feuer.
habt uns tatsächlich alle gerettet. Eh klar. Schloss Elend Kaiserturm, das könnte es doch sein. Oder wenn nicht, dann... Ah, verdammt. Schaut gut aus. Oh, können wir uns sogar draufsetzen. Hä? Okay. Ich würde sagen, es ist doch schwerer, hier ein Haus zu kaufen, als ich dachte. Verdammt. Können wir doch was durchsuchen? Ja, das Gold müssen. Man muss ja nicht stehlen, dazu sagen. Man kann ja auch sagen, ausborgen. Weil immerhin geben wir es der Stadt zurück, wenn wir uns ein Haus kaufen. Das ist auch eine ziemlich lustige Einstellung. Wenn so mal echt ein Strafgericht begründet werden würde, also die Strafanklage versucht wird, abgewiesen zu werden von einem Dieb, das wäre schon ziemlich lustig. Und ihr merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen, naja, erkältet. Ja, ich pfeife auf deinen frischen Fisch. Das hier ist nämlich an sowas wie das Mausoleum. Oder es ist gar nichts. Doch, Halle der Toten. Aber da wollen wir nicht rein. Wir wollen ja nicht in die Halle der Toten einziehen. Hier. Katakomben. Hä? Warum sind da Feinde auf dem Radar? Keine Ahnung. Das ist ein schon verkauftes Haus da hier. Gut, Dings der Bums. Irgendwie finde ich das gerade ziemlich beknackt. Na. Ja, ganz ehrlich, wo? Das schaut so aus, als würden dort auch die. Würde dort auch irgendwer wohnen, der viel Geld hätte und vielleicht uns sogar ein Haus beschaffen könnte. Das wir dann natürlich erst einmal finden müssten, ist klar. Schaut recht gut aus. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, mein lieber Freund. Allerdings, da wir auch irgendwie ein Dieb sind, gebe ich nicht weitere Kommentare dazu ab. Und das schaut doch ganz gut aus. Blauer Palast heißt das hier vielleicht. Das schaut hier richtig aus. Das heißt, du bist der Typ, der das... Oder du? Ich schwöre euch, dass aus dieser Höhle unnatürliche Magie herausspringt. Warum? Da gibt es seltsame Geräusche und Lichter. Jemand muss der Sache nachgehen. Dann werden wir sofort eine Armee aussenden, um die Höhle auszuräumen und die Stadt zu sichern. Unter meiner Herrschaft werden die Menschen von Weissagungen haben für das Gebiet nichts ergeben. Drachenbrügge steht unter kaiserlicher Kontrolle. Das ist wahrscheinlich nur abergläubischer Unsinn. Vielleicht wäre hier eine gemäßigtere Reaktion angebracht. Ich komme wieder, wenn ihr nicht so viel zu tun habt. Das ist irgendwie kacke. Oh Mann, ich will mich hier überall umschauen. Ich danke euch, Jarl Elise. Verdammt. Warum kann das nur mit einem Ding geöffnet werden? Das ist doch echt Schwachsinn. So. Gold. Gold. Papier. Raubzug durch Schloss. So heißt diese Folge allerdings sicher nicht, weil es ist die letzte und da möchte ich schon irgendwie einen angemessenen Titel, einen richtig guten finden. Ich werde vermutlich sogar ein paar Minuten überlegen und nicht direkt drauf los. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Ja, was? Nein. General? Nein, was?
Na, will ich nicht wissen. Wenn ich etwas von euch bräuchte, würdet ihr es wissen. Das schauen wir mal. Oh, ziemlich, ja. Ich kann euch weiter ausbilden, aber für das, was ihr mit diesem Wissen tut, übernehme ich keine Verantwortung. Ja, Zerstörungsmagie hört sich gut an. Allerdings, nee, momentan nicht. Passt auf euch auf. Können wir bei dir direkt das Haus kaufen? Wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten hier seid, wendet euch bitte an Falk Feuerbart, meinen Vogt. Okay. Lebt wohl. Was bist du? Bitte wendet euch mit allen Fragen an den Vogt. Falk Feuerbart. Okay. Ich bin der Vogt des Jarl. Wenn ihr am Hofe etwas zu erledigen habt, müsst ihr mit mir sprechen. Ja, ich will ein Haus kaufen, aber... Verdammt, das geht hier gar nicht. Mist. Bitte fühlt euch am Hof von Einsamkeit willkommen. Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Oh, verdammt. Das heißt... Ein ritterlicher Held herbeigeritten kommen und mich entführen. Naja, vielleicht. Oder auch nicht. Auf jeden Fall ist das nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe, mit dem Haus jetzt laufen. Mein Cousin darf da draußen gegen dran. Ich hasse es, wenn diese Typen einfach reden. Das ist der einzige Kritikpunkt für mich an Skyrim. Weil der nervt einfach nur. Okay, da würde ich sagen... dass wir nach Riften reisen. Nicht Windhelm. Riften. Genau. Und dort das machen, was ich gewollt habe. Nämlich heiraten. In Skyrim heiraten. Ja, genau. Diese Folge wird auch schätzungsweise an die 30 Minuten lang. Schätzungsweise. Wenn alles gut geht, vielleicht nur 25. Also. Bürger? Ja, du mich auch. Ich bin in wichtigen Angelegenheiten unterwegs. Das schaut richtig aus. Oder? Tempel, ja genau, Tempel. Wir sollen nämlich in Riften im Tempel mit deinem Priester sprechen und der gibt einem dann Auskunft. Du hast eine Mütze, du bist ein Priester, oder? Hallo? Jetzt renn nicht weg. Wie kann ich euch helfen, mein Sohn? Oh, keine Ahnung. Nehmen wir mal das. Könnt ihr mir von Maras Glauben erzählen? Maras Universum umfasst die Gefühle, nach denen wir uns am meisten sehen. Liebe, Mitgefühl und Verständnis. Es ist nicht leicht, ihre Gaben in diesen finsteren Zeiten zu erkennen. Ihr solltet sie als Leuchtfeuer inmitten eines tobenden Sturmes verstehen. Mhm. Ich möchte was über den Tempel von Mara erfahren. Wunderbar. Womit soll ich anfangen? Mara ist die Göttin der Liebe. Der Tempel verteilt ihre Gaben an die Kranken, die Armen und die Verlorenen. Wir vollziehen auch Hochzeitszeremonien für alle Liebespaare in Himmelsrand. Das hört sich gut an. Ich könnte im Tempel heiraten? Fragezeichen. Aber ja, natürlich vorausgesetzt, ihr seid dazu bereit. Seid ihr mit den Gepflogenheiten rund um die Ehe in Himmelsrand vertraut? Nicht wirklich. Typischerweise ist die Liebe in Himmelsrand so ernst und sachlich wie die Einwohner dieses Landes. Das Leben ist hart und kurz. Daher ist nur wenig Raum für langes Liebeswerben. Jemand, der einen Partner sucht, trägt einfach ein Amulett von Mara um den Hals und signalisiert damit, dass er oder sie zu haben ist. Wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein gemeinsames Leben einigen, kommt einer von ihnen hierher zum Tempel und wir vereinbaren die Zeremonie. Supi, ich kaufe ein Amulett von Mara. Hier, bitte. Und vergesst nicht, dass die Leute in Himmelsrand auf eure Taten reagieren. Wenn ihr ihnen helft, werden sich mehr von ihnen für eure Liebe interessieren. Viel Glück. Möge Mara euch segnen. Das heißt, wir müssen Quests erledigen, damit es Leute gibt, die uns... naja. Ich habe mir übrigens schon vorgenommen, Lydia zu heiraten. Allerdings... Moment kurz, ich muss das Amulett auswählen.
Allerdings habe ich auch gehört, dass das nicht gehen soll. Und manche schreiben allerdings, dass es geht in vorn. Also, geht ihr voran? Ziemlich seltsam. Ah doch, es geht scheinbar schon. Moment, zuerst einmal. Hier. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Hier haben wir den Drachenfluch gegeben. Den hätten wir wahrscheinlich beim letzten Kampf gut gebrauchen können. Aber bei Bekleidung werden wir auf jeden Fall Nachtigallkapuze. Okay, den Rest können wir eigentlich. Ja, das schaut doch schon besser aus. Ich folge. Moment kurz. Was passiert denn eigentlich? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Wie? Nein, Mist. Wie schaut sie denn aus, wenn wir ihr... Ah, ne, das... Jetzt kann ich wieder nicht rennen. Okay, das ist noch besser. Na, Mano. Jetzt muss ich wieder was wegwerfen. Ja, selbst in der letzten Folge muss ich irgendwas wegwerfen. Irgendwas, was am besten nichts hat. Ja, keine Ahnung. Nachtigallkapuze. Ja, ja. Pelzhelm. Der hier. Waffen. Ach, Moment. Warum gebe ich hier nicht lieber die Waffen? Ich habe geschworen, eure... Ja, ich glaube, wenn wir die Waffen geben, ist es doch deutlich einfacher. Geben. Geben. Und? Geht ihr voran? Wir können schon wieder gehen. Allerdings werde ich natürlich noch ein bisschen auf Brautschau gehen und schauen, was die jeweiligen Leute so zu tun haben, dass sie mich ärgern. Wie wär's denn mit dir? Wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr nur zum Trainieren gekommen? Wenn nicht, dann verschwindet. Okay, du bist mir jetzt schon unsympathisch. Wenn ihr Gold ausgeben wollt, ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. Eine Person kenne ich sogar. Eine Person kenne ich sogar, die unter Umständen in Frage kommen würde. Ja. Eine Person kenne ich. Ist es nur die Frage, ob wir eine Quest für sie erledigen müssen oder nicht? Für Lydia müssen wir das nämlich, das weiß ich, habe ich gelesen, es nicht machen. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Ja. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Ja, ich bin quasi Söldner. Seid ihr oft? Du nicht. Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Sekunde, ich glaube, ich muss das hier nochmal tagsüber machen. So in etwa. Dann funktioniert das, glaube ich, etwas besser. Hallo? Hä? Wo ist dieser Typ jetzt hin? Bist du das? Nein. Sag mal ein wenig mit. Okay. Der kommt um 7 Uhr aus der Kneipe. Nee, habe ich nicht. Wo ist denn die? Das könnte es jetzt doch sein, oder? Ey, bist du das? Oder du das? Keine Ahnung. Ich glaube, es bist du. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Nein, ich glaube, du bist es nicht. Du bist von der Stimme anders. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Bade, der ist am schlimmsten. Okay, das hört sich nach einer relativ leichten Quest an. Ihr macht euch ja keine Vorstellung. Die Hälfte der Männer von Weißlauf haben um meine Hand angehalten. Darunter sogar Junggesellen. Sie werden es nie verstehen. Weder Unmengen an Blumensträußen noch honigsüße Worte werden mich umstimmen. Im Augenblick zählt für mich nur meine Tochter Mila. Kein Mann wird sich zwischen mich und mein kleines Mädchen stellen. Das kann man jetzt tradertig verstehen. Das heißt, entweder haben wir jetzt die Wahl, ich glaube, diesen Barden zu töten oder halt sagen, mach das nimmer. Oder wir töten das Mädchen. Ich wäre auf jeden Fall für den Barden.
Aber ich glaube, das ist eh ein bisschen ausweglos. Moment, bist du das? Bist du das? Nein, bist du nicht. Ja, ja, ja. Moment. Eine Person kenne ich auch noch, mit der wir ziemlich viel Kontakt hatten. Und zwar ist das die Arcadia. Genau. Bei der haben wir ja gerade zu Anfang noch relativ viel Tränke eingekauft. Okay, bei der können wir das offenbar nicht machen. Jetzt habe ich gedacht, bei Lydia geht das gerade nicht und jetzt geht's gerade nur bei der. Naja. Moment, noch eine Idee. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht oder nicht, aber Moment, wo ist es denn? Da ist es. Und zwar die Schwester, glaube ich, von dem Händler in Flusswald, Lucan Valerius. Und sie heißt Carmilla oder irgendwie so. Oder Camilla oder irgend sowas halt in der Richtung. Okay, das schauen wir mal. Ob man die theoretisch heiraten könnte. Das bist du, oder? Camilla. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Ja, okay. Sie könnte man schließen. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald Handelskontor ist wieder das, was es... Ich würde euch jetzt sagen, ihr habt die Wahl, allerdings möchte ich nicht zwei Folgen jetzt noch produzieren. Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Okay. Ist das ein Amulett von Mara? Ich bin überrascht, dass jemand wie ihr noch nicht vergeben ist. Verdammt, jetzt ist sie mir beim Trinken erwischt. Das hört sich ganz falsch an. Nein. Nach Rifton. Das ist aber auch das abgelegenste meiner Meinung nach. Also dorthin, dort bin ich noch nie hin zu Fuß gegangen. Das bin ich aber fast jeder Ortschaft. Außer Einsamkeit, da war ich auch mit der Kutsche. Aber auf jeden Fall nach Weißlauf sind wir beim ersten Mal zu Fuß hingegangen. Auf jeden Fall. Hallo, Lydia. Okay, das schaut blöd aus. Ich dachte, wir können uns jetzt hinknien. Ja, eh nicht. Bin immer noch da. Okay. Also, würde ich sagen, seid ihr an mir interessiert? Nun, ja. Warum denn auch nicht? Und habt ihr Interesse an mir? So, und ich glaube, das ist jetzt schon die Entscheidung. Okay, ich würde sagen, durchziehen. Ich glaube, man kann sich scheiden lassen, allerdings nur durch einen Cheat, aber das ist dann eh wurscht. Aber auf jeden Fall fürs Let's Play, ja, das bin ich. Ja, das habe ich. Dann ist es abgemacht. Wenn das Leben im Himmelsrand auch kurz sein kann, so haben wir doch wenigstens einander. Okay. Alles klar, jetzt müssen wir mit diesem Pfarrer sprechen. Keine Ahnung warum. Folgt ihr uns jetzt immer noch? Ja. Super, und wenn wir die jetzt noch weiter als Kampfgefährtin nutzen können, ist das natürlich gleich ein Hole in One. Das hört sich wiederum falsch an. Verdammt! Warum gibt es so viele zweideutige Bemerkungen? Hallo! Ich möchte gern im Tempel heiraten. Ihr wollt euch trauen? Es ist schön, auch in diesen schwierigen Zeiten die zarte Pflanze der Liebe erblühen zu sehen. Eure Trauung wird morgen stattfinden. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Kommt nicht zu spät. Ihr wollt doch eure eigene Hochzeit nicht verpassen. Eh nicht. Möget ihr sicher zu ihrer Huld zurück. So, jetzt ist für mich die Frage, wie... Okay, meint er jetzt in der Früh? Oder meint er doch wann anders in der Früh? Also ich würde jetzt auf jeden Fall bis
Ja, Sonnenaufgang, keine Ahnung. Ich warte jetzt einmal da drinnen. Öffnen Tempel von Mara. Ist es jetzt schon? Sekunde, ich glaube, ich habe das nicht als Quest ausgewählt. Oder? Nein, nicht in höchster Not. Verschiedenes. Geh zu deiner Hochzeitszeremonie. Hallo. Möge Mara euch segnen. Ja, also ist es heute noch nicht, oder was? Oder? Oder doch? Möge Mara euch segnen. Wie kann ich euch helfen, mein Sohn? Ja, das weiß ich noch nicht ganz. Aber es scheint nicht heute zu sein, vor allen Dingen. Oder sollen wir doch nur noch eine Stunde warten? Okay, jetzt ist definitiv Sonnenaufgang. Ist es jetzt in Ordnung, wenn wir reingehen? Nee, verdammt. Okay, würde ich sagen, dann warten wir jetzt noch fast 24 Stunden. Ich werde mal bis... Also ich werde jetzt auf jeden Fall einmal 20 Stunden warten. Dann kann man auch schauen, ob das mit der Hochzeit funktioniert. Und was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist, weil ich habe jetzt diese Drachenplattenrüstung, es ist nicht so unbedingt das schönste Gewand, da werde ich mir doch eine feine Ding holen. Oh, verdammt, ich glaube, die müsste ich mir jetzt sogar noch schnell stehlen. Schöpfung das Leben schenkte. Sie schwor, über uns als ihre Kinder zu wachen. Erst durch die Liebe, die sie uns entgegenbrachte, lernten wir, einander zu lieben. Und durch diese Liebe lernen wir, dass ein einsames Leben überhaupt kein Leben ist. Wir haben uns unter Maras liebevollem Blick heute hier versammelt, um die Vereinigung zweier Seelen zu einer ewig währenden Gemeinschaft zu bezeugen. Mögen Sie dieses wie auch das nächste Leben gemeinsam bereisen. In Wohlstand wie in Armut. In guten wie in schlechten Zeiten. Seid ihr bereit, durch das Band der Liebe vereint zu werden, jetzt und bis in alle Ewigkeit? Ich will. Für immer und ewig. Seid ihr bereit, durch das Band der Liebe vereint zu werden, jetzt und bis in alle Ewigkeit? Yep. Für immer und ewig. Der Obhut von Mara, der Göttin der Liebe, erkläre ich dieses Paar hiermit für vermählt. Ich überreiche euch nun diese passenden Ringe, gesegnet von Maras göttlicher Gnade. Mögen sie euch in eurem neuen gemeinsamen Leben beschützen. Lydia ist mitten während der Hochzeitszeremonie abgehauen. Hä? Was zur Hölle? Haben wir jetzt einen Ring bekommen? Bekleidung. Heilige Bund der Ehe. Tja. Ehren geht vor, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, verdammt. Jetzt würde ich mir gern noch bürgerliche Kleidung anziehen, die wir allerdings zu Hause haben. Verdammt. Wartet jetzt Lydia eigentlich hier jetzt oder zu Hause? Keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall mal schauen, ob sie zu Hause ist. Wenn nicht, habe ich vielleicht ein Problem und einen Bug. Wenn sie doch da ist, ist alles gut. Ja, lad schneller. Bin gespannt. Bin gespannt wie ein Jagdbogen. Briesenheim. Oh, Mann. Ist vielleicht oben? Bitte, bitte. Verdammt, Moment kurz. Falmerbogen. Nein, ich mag mal ehrlich gesagt so ein normales Outfit anziehen.
Wo ist denn, oh, wo ist denn hier was Normales? Wo ist hier was? Lederstiefel hört sich gut an. Eine blaue Robe hört sich auch gut an. Bekleidung. Das hier nicht, das hier nicht, das hier neu, das hier nicht. Sondern das hier und... das hier. Ja, jetzt schauen wir ganz passabel aus. Auf jeden Fall. Na, es geht auf jeden Fall, es geht. So, jetzt ist die Frage, wo ist Lydia, verdammt. Moment, ich habe eine Idee. Vielleicht ist sie dorthin zurückgegangen, wo sie war, bevor sie uns quasi kennengelernt hat, also in die Drachenfeste. Das wäre für mich noch eine Möglichkeit. Wenn nicht, bin ich irgendwie verzweifelt. Oder dann schaue ich nochmal im Tempel bei von Mara nach, also in Riften, aber ganz ehrlich, ich hoffe jetzt schon, dass sie da ist. Schaut schlecht aus. Ah, verdammt. Wo ist die? Oh Mann. Oh Gott, jetzt sag nicht. Oh nee, jetzt haben wir direkt am ersten Tag unsere Braut verloren. Mein Gott. Mein Gott, mein Gott. Das ist irgendwie nicht das Wahre. Okay, also. Jetzt ist nochmal nach Riften reisen. Und wenn sie dort nicht ist, dann glaube ich, habe ich irgendwie ein Problem. Dass man die vielleicht suchen kann oder zu sich warpen oder was auch immer. Weil jetzt die ganze Zeit zu suchen ist irgendwie öde. Psst. Hey, ich weiß, wer ihr seid. Lang lebe sich dies. Ja. Doch sie sieht mich nur gerade weniger. Wobei, sie ist aus dem Tempel quasi rausgelaufen, also. Glaube ich nicht, dass sie noch hier ist. Kann man denn jetzt sagen? Wie kann ich euch helfen, mein Sohn? Na. Ich will wissen, wo Lydia ist. Ich will doch... Wo ist die... Oh Mist, wo ist die? Ich schaue jetzt noch ein letztes Mal in Ding nach und dann werde ich sie offscreen suchen gehen. Allerdings wäre das irgendwie ein bisschen dumm, finde ich. Oh Gott. Aber wo ist sie denn im Normalfall? Im Normalfall sitzt sie doch auch nur da herum. Oh, war das die ganze Zeit offen? Oh Gott, da kann uns ja jeder bestehlen. Oder Lydia ist endlich zu Hause. Lydia! Wir sind verheiratet. Ja! Dann müssen wir uns jetzt wohl entscheiden, wo wir leben wollen, nicht wahr? Ihr könnt natürlich bei mir einziehen. Du wohnst doch schon hier. Wir könnten in deinem Haus in Weißlauf. Moment, wo würde die... Nee, ich mag hier bleiben. Unser neues Heim. Wir sehen uns dort. Wir sind schon da. Oh nee, jetzt sag nicht, die geht raus und wieder rein. Lydia! Ehre sei mit euch, mein Tane. What the fuck? Was heißt hier? Was habt ihr zu verkaufen? Ich bin... Was zur Hölle? Was? Okay, würde es euch etwas ausmachen, mir etwas zu kochen? Hier, das ist frisch. Morgen koche ich euch wieder etwas. Selbstgekochte Mahlzeit hinzugefügt. Suppi. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Suppi.
Das heißt, wir sind jetzt quasi, also, was heißt hier quasi? Wir sind jetzt verheiratet. Zippie! Auf jeden Fall würde ich sagen, wahr ist das auch mit Skyrim. Ja, das war es jetzt wirklich mit Skyrim. Was benötigt ihr, mein Tane? Jetzt sagt sie wieder Tane. Auf jeden Fall. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bei. Verdammt. Können wir nicht kurz mit dir reden? Nee, verdammt. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Nein, was? Ehre sei mit euch, mein Tane. Ich möchte doch nur ein Standfoto kriegen. Verdammt. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ich dachte. Ah, naja. Okay. Gut, das ist super. Nein, jetzt beweg dich doch nicht. Jetzt beweg dich doch nicht. So. Mit diesem Bild, mit diesem etwas seltsamen Bild, okay, wurscht. Mit diesem Bild verabschiede ich mich mit Skyrim. Auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Da könnte ich sicher sein. Vielleicht werde ich sogar nochmal mit einem anderen Charakter ein bisschen, also nicht mit Kampfmagier und so, sondern eher mit Schwertschild und so, probieren. Vielleicht werde ich dazu auch nochmal ein Special hochladen, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, sagen ich und meine Braut Lydia, also Ingame-Braut natürlich. Ja, und bis zum nächsten Mal, also, was heißt bis zum nächsten Mal? Bis zum nächsten Let's Play. Bis zum nächsten Let's Play, Skyrim ist vorbei und da das Spiel keinen Abspann hat, sage ich einfach. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Tschüss.